私は中山ふたばという名前でやっていて、基本は一人なんですけど、いつもいろんな人と組んでやっています。今回は辰巳くんと一緒にやって、辰巳くんはギターかなんかちっちゃい楽器か、エフェクターを使ってちょっといろいろいじってくれます。 Ich heiße Nakayama Futaba und ich spiele am meisten alleine, aber ab und zu spiele ich mit den verschiedenen Leuten, die ich dazu kennengelernt habe. Und diesmal spiele ich mit Tatsumi und er wird mit verschiedenen Effekten mit meinen Liedern bearbeiten. ドイツに来たことがあって、すごくいい国だったので住みたいと思って、なんとなくベルリンを選びました。 Ich hab mal so nach Deutschland verreist und das Land hat mir gut gefallen und hab mich entschieden nach Deutschland zu ziehen, einfach so, und da habe ich Berlin ausgewählt. Ich spiele Noise und Experimentalmusik. Dann ist es besser als die Japan. Es gibt so viele Musik in Berlin, so experimental Noise. Es ist besser zu spielen. Ich kann so viele Orte finden.聞いた感じは子供向けの音楽みたいに聞こえるけど、自分では内容は、人間向けのもんだと思います。人間。Das hört sich an wie die Kinderlieder.beim ersten Eindruck, aber die Lieder werden doch für die Menschen gemacht. Das ist also schon erwachsene Musik, würde ich sagen. そういう風景だったり、自分の中のなんか哲学みたいなことだとか、そんな感じの。So solche alltägliche Skizzen oder meine eigene Philosophie oder Gedanken. 子供の時の気持ちを忘れない大人になりたいってそれを消しちゃいけないものは絶対に残るなっていう部分、なんだろう、どうでもいい部分はきっと忘れていくけど、一番大事なものはきっと何しても残っていくんだろうなっていう、それは多分きっと生まれた時からずっと死ぬまで持ってるんだろうなっていうものを、難しい、ちょっと待ってね、もう一回言うよ、なんかこうその子供の気持ちをこう忘れちゃいけない、子供の気持ちっていうのは別に純粋とかそういう無垢とかそういうのは子供だとは別に思わないけど、その人が持っている一番大事なものっていうのは生まれた時から死ぬまでずっとあって、それをそういう部分を歌いたい。そうです。Ein Mensch, also jeder hat in sich seinSinne sozusagen, seine Sinne in sich. Jeder ist so geboren, dann mit dem Sinne geboren, und jeder stirbt mit den Sinnen. Das hat man von seit seiner Kindheit schon, aber das vergisst man nach der Zeit oft, wenn man erwachsen wird. Die Sinne nicht zu vergessen, schreibe ich die Texte, die Kind, aber Kindheit
heißt nicht, soll das nicht immer Innocence oder so heißen. Oder Unschuldigkeit. Das nicht, sondern mehr ursprüngliche Gefühle, Sinne, was jeder in sich hat. Es gibt eine Lieblingsband von mir, die heißt Flower Companies. Es ist eine japanische Band. Und das, die Lieder habe ich so oft gehört, aber eher alte Literatur, japanische Literatur aus dem Nachkriegszeit oder Vorkriegszeit hat mich viel beeinflusst, diese wie die Geschichte oder Orte, Landschaft beschrieben ist, dieser Ansicht haben mich eher beeinflusst. Nicht zu viel anstrengen und das Wort auf Deutsch existiert. Nicht zu genau. Retreat wie mit einem. Lass es. Lass es sein. Wie es läuft. お昼寝ふとふとしていたら、あれれ、お腹。